So, da sind wir wieder bei Dark Souls 2, Scholar of the First Sin. Immer noch am Drachenschrei, da wir hier ja immer noch was zu tun haben. Und jetzt seht ihr sicherlich, warum ich in den letzten beiden Folgen mehr oder weniger hier ständig die Gegner gekillt habe, damit sie weg sind. Einfach damit wir ganz entspannt den Weg entlang laufen können. Ohne dass uns irgendwas Probleme macht. So, letzte Türe, öffne dich. Und ja, ich hoffe, dass ich in der heutigen Aufnahmesession das Spiel auch endlich durchkriege, weil so viel haben wir nicht und ich möchte nicht extra noch mal eine Aufnahmesession dafür anbrechen, die dann nicht sehr lange geht. Hi Kumpel. Ja, unser Seelenhaufen, der liegt hier. So, dann packe ich mal Blitzschweiß rein. Mach das an und dann geht's wieder in den Drachenkampf. Dieses Mal ist er gleich angepisst. Wir warten hier darauf, dass er Feuer spuckt. Genau, dass wir uns an ihn ranwagen können. So. Wir tauten ihn immer ein bisschen. Oh. Er spuckt den großen Strahl. Davon kommen wir aber ganz gut weg. Wow. Das wiederum war nicht so geplant, dass er mich mit seiner Pfote haut. So, was macht er jetzt? Ah, er hebt wieder ab. Wow. Das war nicht geplant, dass ich da einfach in den Tod renne. Beziehungsweise springe. Nein. Okay. Also neuer Versuch, neues Glück, ohne dass er uns wieder runterschmeißt. Ja, als ich ihn in meinem letzten Offscreen-Durchgang, also beim letzten privaten Spiel gemacht habe, habe ich ihn beim zweiten Versuch besiegt. Beim ersten wieder nicht. So, erstmal Blitzschweiß. Und vielleicht benutze ich lieber die Strategie, die ich früher immer benutzt habe. Also im Original Dark Souls, wo der Feuerstrahl, den er da macht, noch richtig heftig war. Auch wenn das dann ein bisschen länger dauert. So. Jetzt steht er erstmal auf. Brüllt. Und dann kommt sein Flammenwerfer, den wir entspannt ausweichen können. So. Oh, er schnappt mal zu. So, brennt er jetzt? Ja. Genau, wenn er seine Pfote vortut, ist das ein Indikator, dass wir jetzt das Weite suchen sollten. Ja, und wieder runterfallen, weil ich nicht aufpasse, wo ich hinrenne.
keeps falling, falling, ja. Einfach wieder runterfallen und wieder denselben Weg zurückrennen. Definitiv spaßig, oder? Netterweise ist der Seenhaufen immer vor der Tür. Und ja, die Jungs hier sind nicht sehr traktiert darüber, dass wir ihren heiligen Drachen angreifen. Wahrscheinlich bemerken die das nicht mal richtig. So. Nein, ich will die Nebelwand bitte. So. Oh, da war sogar ein anderer Spieler. So. Zustechen, wegrennen. Ja, er flambiert. Hallo. So. Oh, jetzt ist er pisst. Na komm, Spuckfeuer. Danke. So, dann pieksen wir ein paar Mal und rennen wieder weg. Ja, weil er geht wieder auf Flammenkurs. So. Können wir ihn zum Zubeißen bewegen? Ja. Nur leider, wenn er zubeißt, machen wir nicht so viel Schaden. So. Oh, er fliegt wieder. Und ich fische mal so lange unser Blitzschweiß auf. So. Er flammt wieder. Wow, er flammt gut. Na komm, flamm nochmal. Nein, er macht lieber den. Da sind wir hier aber etwas in Sicherheit davor. Oh, jetzt nicht mehr. Au. Kriegen wir ihn zweimal ab, das ist okay. Wir können ja einfach vor seiner Nase trinken. Gut, jetzt macht er wieder den Flammenwerfer, der ist harmlos. Er hebt wieder ab. Da sind wir aber hier aus der Gefahrenzone raus. So, jetzt müsste er gleich wieder den normalen Flammenwerfer machen. Ja. Nur, dass wir dieses Mal in ihn reingelaufen sind, in den normalen Flammenwerfer. Ja, davon kommen wir gut weg jetzt. Jo. Sicherheitshalber einen Schluck trinken. Nicht so gut. Ja, jetzt sind wir etwas von ihm weg, also taunten wir ihn mal, dass er
normal Flammen werft. Ja. Oh, sag bloß, unser Blitzschweiß ist schon wieder ausgelaufen, ja. Boah. Ja, flieg ruhig hoch. Ja, sobald unser Blitzschweiß aufgebraucht ist, haben wir Problemchen. Deswegen immer etwas vorsichtig sein. Oh, volle Kanne ist nicht gut. So. Jetzt fliegt er wieder höher. Wir gucken, dass wir das Weite suchen. Flammt er? Ja, er flammt. Da kommen wir aber gut weg und man sieht, jetzt klappt es eigentlich. Jetzt bin ich ziemlich eingespielt. Wieder auf ihn. Zur Not benutzen wir einfach mal einen Heilungsstein. Ich habe ja bei unserem letzten Besuch bei der alten Hexe genügend gekauft. So, er flammt wieder. Und wir pieksen ihm ein paar Mal ins Bein. Er steigt wieder auf. Und unser Blitzschweiß ist erneut abgelaufen, also frischen wir es gerade mal auf. Während wir darauf warten, dass er wieder den großen Flammenwerfer rausholt. Ja. Hi, ich bin hier. Ja, so können wir ihn mehr oder weniger im Skill-Lock halten, indem wir immer diese Taktik anwenden. So. Außer er macht ab und zu mal, sagt ab und zu mal, nö, ich flieg einfach nochmal nach oben. Weil wir zum Beispiel zu nah dran stehen. Und er fliegt wieder hoch. Das Problem ist, er dringt uns auch langsam hier in die Ecke. Weil er mit jedem Mal näher kommt. Hi. Okay, er ist zum Glück ein Stück zurückgeflogen. Jetzt kommt er wahrscheinlich wieder ein Stück vorgeflogen, ja. So, einen Schluck trinken. Vor ihm stehen bleiben, dann Flammen werfen. Wirft er seine großen Flammen, genau. Hi. Okay. Das ist jetzt nicht so schön. Au. Okay, er hebt wieder ab. Also renne ich mal ganz dezent ans andere Ende der Map. Ja, ich habe jetzt keine direkte Deckung mehr.
könnte knapp werden. Aber ich glaube, die kriegen wir noch down. Ja. Sehr schön. Wir haben gesiegt.